Ja. Aber auch die schalten natürlich Sachen frei. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Bodenteam. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Prinzipiell gut. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Also das geht besser, auf jeden Fall. Alter. So, ob das jetzt gut war oder schlecht, ich weiß es nicht. Irgendwo im Mittelfeld. Wir können ja noch einmal versuchen, um auf 1 zu kommen, aber eigentlich sollten wir so zufrieden sein. Wir haben alle 5 bekommen. Wir können es ja nochmal versuchen. Ah, die haben wir jetzt bekommen. Sehr schön. Also ich bin dafür, wir versuchen es noch einmal. Wir wissen jetzt ungefähr, wie es geht. Wir müssen nicht unbedingt auf 1 kommen, aber es ist natürlich schön, wenn man auf 1 steht. Und da das hier echt realistisch ist. Verstanden. Wir schicken zusätzliche Einheiten zu eurer Position. Wir schicken Verstärkung zu eurer Position. Ich weiß nicht, ob das jetzt schneller war. Keine Ahnung. Tendenziell glaube ich ja nicht. Nee, passt schon. Dann beenden wir einfach die Herausforderung. Oh, danke. Feindaktivität. Alle Einheiten hierher. Danke. So, dann können wir nämlich das machen. Haben wir das schon gemacht? Das haben wir schon gemacht. Dann haben wir hier ein Fragezeichen. Dann fliegen wir die doch schnell ab. Wir Zentrale. Wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Zusätzliche Truppen, ja, mach das sind mal unterwegs. Der Heli scheint auch kein GPS zu haben, dass die mich finden können. Verstanden. Verstärkung ist unterwegs. Ziel wurde nicht Einen gefunden. Schrein für eines Verlierer will es opfern. Ruhe in Frieden. Dann gucken wir, was wir hier noch schnell mitnehmen können. Wir haben hier noch das ein oder andere. Wir fliegen kurz hier hin, obwohl hier... Ich bin mir nicht sicher. Doch, wir fliegen da schnell hin. Ist ja mit dem Heli wirklich schnell getan. Da sieht man ja, 0, nichts ist man da. Weniger als 1 Kilometer. Besonders die Ravello-Bänder sind sehr interessant, um die Geschichte weiter zu verfolgen. So, wo ist hier was? Hallo? Das nehme ich. Ein klassisches Teil. Das wollte ich jetzt nicht machen. Und, ja, eventuell muss ich die Stelle kurz sperzen, rausschneiden, wie auch immer, weil, da waren natürlich Razdim-Namen zu sehen. Von anderen Personen. Ach, du Heiliger.
Ich park den mal hier oben. Müssen einfach hoffen, dass nichts kommt. Und ciao. Sehr schön. So, es geht gleich weiter hier. Kann der Rollerfahrer weiterfahren? Was gibt es hier, was wir noch nicht haben? Den haben wir natürlich auch noch nicht. Und da wir jetzt ja eh eigentlich... Komm, wir machen das jetzt hier. Wir sind gerade hier. Wingsuit-Kurs. Oh, den habe ich schon mal gemacht. Oh, den habe ich schon mal gemacht irgendwann. Oh ja, ich war da episch. Episch. Das war scheinbar 34. Das war scheinbar zu den Zeiten. Ich wusste nicht, dass man sich mit den Haken ranziehen kann. Ich hatte es, glaube ich, beim letzten Wingsuit-Kurs gesagt. Ich habe mich einfach nur gleiten lassen und bin immer auf den Asphalt an dieser Stelle gelandet. Das werde ich nicht vergessen. Und mittlerweile weiß ich natürlich, dass man den Haken benutzen kann, um sich auch hier weiter ranzuziehen. Alter Falter, das ist aber auch schon, Ach, man braucht den Haken ja gar nicht. Ich glaube, ich war einfach zu ungeübt, wenn ich ehrlich bin. Alter. Wow. Das ist ja wirklich perfekt. Yeah, perfekt. Ob es für Platz 1 reicht, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall erstmal perfekt. Das ist eine Steigerung, was? Einziehen mit Kick werden wir schon fast bekommen und wir sind auf Platz 1, 1, Baby! Yeah, wunderbar. So mag ich das. Ja, ich habe vergessen, dass man... Ja, natürlich haben wir das noch nicht gesammelt. So, was haben wir hier noch? Oh, da ist noch ein Fragezeichen. Das habe ich fast übersehen. Das nehmen wir noch mit und ich würde sagen, dann... Ja, dann werde ich die Aufnahme wohl auch wirklich beenden. So, der Schrein ist da. Ich sorge dafür, dass dein Tod nicht umsonst war. Ja, schön hier. Komm, den nehmen wir noch mit. Als letztes, wirklich als letztes. Und dann geht es... Dann geht's hier erstmal aus dem Spiel raus. Sind jetzt auch schon 2,5 Stunden dabei. Aua. Landrennen. Achso, ich wollte gerade sagen, gibt's gar nicht. Ich kenne diese Leute übrigens nicht, ne? Nicht, dass man denkt, das sind Leute, die sind einfach zufällig mit mir in irgendeiner Gruppe scheinbar gewürfelt. Und, boah, der ist ja 10 Sekunden schneller wie ich. 2,25 reicht. Ich bin mir auch nicht so sicher. Wir haben hier auch jetzt noch nicht so die Mega-Fahrzeugauswahl. Das erklärt halt auch vielleicht, warum der so viel schneller ist. Aber das macht nichts. Ist okay, wir wollen ja nur unsere 5 Zahnräder erstmal haben. Das ist das, was mich bewegt. Und alles Weitere ist ein Bonus. Platz 1 immer schön, klar, nehmen wir gerne mit. Aber es sollte jetzt hier nicht in Nebenmissionen das Ziel sein, Erster zu werden.
Oh ja, wir haben das beste Auto der Welt. Ich frage mich, ob es nicht schlauer wäre, von denen einen Wagen zu nehmen. Alter, halt doch mal an. Okay, mit der Schrottkarre kein Wunder, dass wir da nicht schnell sind. Komm doch mal. Das würde mich überhaupt wundern, wenn wir hier überhaupt irgendeinen Platz kriegen. Alter, was ist das für ein Kurs hier? Okay. So, 1,25 müssen wir schlagen. 1,15 meine ich. Ne, 1,12,30 sogar. Also wir werden hier niemals alle Sterne kriegen. Wir werden etwas über 1,30 brauchen. Wir hätten eine andere Karre nehmen sollen. Ja, mit der Karre kein Wunder. Ja, und da ist jetzt schon gleich vorbei. Es wird ganz knapp nicht reichen, leider. Nee. Ja, mit einem besseren Wagen vielleicht, aber nicht mit denen. Aber wir sind mit 4 Sternen, glaube ich, zufrieden. Das dauert zu lang, um das einfach zu wiederholen. Und wir haben ja auch schon ein bisschen was freigeschaltet. Das ist okay. Perfekter Parkplatz. Boom. War eh eine Schrottkarre. Und tschüss. Ob wir dieses Auto jemals wiederfinden? Schade, ich wollte hier ganz knapp vorbeigleiten. Rein theoretisch gesehen müsste das Auto ja da sein. Rein praktisch gesehen sieht es nicht so aus. Doch, da ist es. Ist ja cool. So, jetzt sollten wir hier aber auch wieder hoch. So, dann aktivieren wir hier noch diesen Mod. Wunderbar. Und ich glaube, wir können jetzt hier auch nichts in der Nähe machen. Also werden wir dementsprechend die Aufnahme an dieser Stelle beenden. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal oder ein meiner anderen Videos dabei seid. Und ja, gerne dürft ihr auch einen Kommentar unter den Videos abgeben. Ich werde mich dieser dann annehmen und wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen und angenehmen Tag.